Die Mutter malt, ne? Wobei, das sieht eher nach dem Vater aus. Wegen der Kippen hier ohne Ende. So, wir haben da die Pistole gemopst. Okay. Falsche Richtung da lang. Das hier interessiert mich immer noch, mit dem Zimmer. Als ich als Kind ein paar Jahre bei Nanny verbracht habe, war das mein Zimmer. Noch ein Beileidstelegramm? Ist es nicht ein bisschen spät dafür? Das ist die grobe Zusammenfassung, ja. Guck mal, das siehst du nämlich das Bild. Die Bilder haben wir vorher nicht gesehen, obwohl die Staffelei stand. Das ist eine präzise Zusammenfassung. Ob das jetzt mies ist, weiß ich nicht. Die Frage ist, warum hat sie aufgehört zu sprechen? Es gab irgendein Ereignis bezüglich der Mutter, deswegen hat sie aufgehört zu sprechen. Und das war so erfolgreich, weil damit hat sie die Zuneigung der Mutter bekommen. Wahrscheinlich, sie hat auch gesagt, was wir durch die Mutter alles widerfahren haben, was wir vergessen haben. Wahrscheinlich aufgrund des Leids und der Schädigung der Seele, der Kinderseele. Übrigens ist Post da, ne? Ein Telegramm. Liebe Frau Irene K., nach Ihrem Anruf haben wir ein Telegramm von Dr. D. erhalten. Ihre Anfrage wurde angenommen. Sobald die Polizeistation die Genehmigung erteilt, werden wir das Mädchen abholen lassen. In der Zwischenzeit bitten wir Sie, dem Rat des behandelnden Arztes zu folgen, damit das Mädchen keine extremen Maßnahmen ergreift, wie Sie es befürchtet haben. Ich danke Ihnen für Ihre großzügige und wohltätige Spende an unsere Einrichtung. Direktor S. Namen, Katha. Psychiatrisches Krankenhaus Volterra, Telefon 0782. Jetzt, wo sie alles rausgefunden hat, will sie mich in eine Anstalt einweisen lassen. Oder vielleicht noch schlimmer, sie möchte mich töten und alle glauben lassen, dass es Selbstmord war. Sie bereitet alles minutiös vor. 0782. Wir sagen ab. Dass die Mutter Julia die Schuld gibt, die Sache mit der zerebralen Schädigung durch den Druck, den zu den Mutter. Ja, aber warum hat die Mutter erst reagiert, als Martha stumm wurde? Martha zu lieben. Also scheinbar hat sie ja beide Kinder nicht geliebt. Das ist doch so ein Punkt, der nicht so richtig rauskommt. Psychiatrisches Krankenhaus Volterra, wie kann ich helfen? Hallo, wir haben vor kurzem die Aufnahme von Julia K. beantragt. Ich wollte nur wissen, ob es möglich ist, die Anfrage zu widerrufen. Es tut mir leid, aber die Anfrage wurde von der Gemeinde gestellt, in der Sie wohnen, gnädige Frau. Ein eventueller Widerruf der Anfrage muss von dort kommen. Nur Sie können entscheiden, ob Sie der Rücknahme zustimmen oder nicht. Haben Sie schon das Telegramm erhalten, das bestätigt, dass wir die Anfrage angenommen haben? Nein, ich habe kein Telegramm erhalten. Dann müssen Sie sich beeilen. Wenn Sie zum Rathaus gehen und das Problem mit Ihnen besprechen, können Sie die Aufhebung genehmigen. Danke. Auf Wiederhören, gnädige Frau. Ich glaube, wir sollten uns beeilen. Ich hoffe, das ist richtig, was ich hier mache. Hallo, Sie sind mit dem Empfang des Rathauses von San Casciano verbunden. Wen möchten Sie sprechen? Frage zur Aufnahme stellen.
Ich möchte Informationen bezüglich eines Aufnahmeantrags im Krankenhaus von Volterra. Bitte bleiben Sie am Apparat, gnädige Frau. Ja, hallo? Ich möchte Informationen bezüglich eines Aufnahmeantrags meiner Tochter Julia K. im Krankenhaus Volterra. Ja, gnädige Frau, das Krankenhaus hat vor kurzem bestätigt, dass es für die Aufnahme eigenes Personal zu Ihnen nach Hause schicken wird. Die Angelegenheit liegt nun nicht mehr in unserer Hand. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ich habe die Nummer bereits angerufen. Mist. Wozu sollte ich nochmal dort anrufen? Naja. Okay, da müssen wir uns ganz dolle dringend beeilen. Hier gibt es bestimmt mehrere Enden, oder? Oh. Okay, erstmal lesen. Wichtig. Angriff auf Hitler. Die Neuseeländer erobern Tavernelle. Im östlichen Sektor der Schlachtfront erobern die Truppen der 2. Neuseeländischen Division britisches 13. Korps Tavernelle. Die 6. südafrikanische Kampfdivision stößt auf die Hügel bei Greve vor und erobert die Gipfel der Berge Domini und Fili. Die 4. Division erreicht San Giovanni. Bombenangriffe. Die Schäden, die durch die Bombardierung in unserer Region entstanden sind, nehmen weiter zu. Nach der Katastrophe von Poggibonsi sind Trümmer und Stromausfälle an der Tagesordnung. Attentat auf Hitler. Nach einem Anschlag, der von einer Gruppe von Verrätern ausgeführt wurde, lauten Hitlers Worte: Da ich überlebt habe, sehe ich mehr denn je die Notwendigkeit, meine Arbeit fortzusetzen. Ich befürchte, es gibt doch andere, die sowas sagen würden. Sabotage der Telefonleitungen in La Romola. Telefonkabel wurden durchtrennt und damit die allgemeine Sicherheit gefährdet. Jede Beschädigung der Informationsdienstanlagen wird mit dem Tod bestraft. Ein Glück hat uns keiner erwischt. Ein Glück hat uns keiner erwischt. Wir müssen unbedingt die Fotos entwickeln. Ich gucke hier erstmal hoch. Hier liegt doch ein Brief. Oh Gott, hätte ich den vorher lesen sollen? Gemeinde San Casciano. Provinz Florenz. Sterbeurkunde. Okay, hatten wir schon. Warte mal, ist das die korrigierte können wir ja nicht gucken gerade. Theoretisch müsste es ja die korrigierte Fassung sein. Denn scheinbar wissen auch alle Bescheid, dass Julia Julia ist, ne? Und nicht Martha. Jetzt in die Dunkelkammer? Nicht, wenn sie in der Nähe ist. Ich muss mich so weit wie möglich von ihr fernhalten. Ich könnte stattdessen auf den Friedhof gehen, um herauszufinden, ob Martha tatsächlich schwanger war. Okay, das könnten wir tun. Dazu könnten wir wahrscheinlich auch das Fahrrad nehmen. Und müssten dort drüber jagen. Wir nehmen das Fahrrad. Na, Julia K. ist ja gestorben. Guck mal, die Strippe ist immer noch ab, das ist cool. So, warte mal. Nächste links abbiegen. Hier, wa? Bist du die Nächste? Ja. Hier lang. Los, tritt. Ach, guck mal. Mohnblumenfeld. Also irgendwie gibt es hier so ein Perspektivenproblem. Ach, du bist... Nee.
Ja, das meine ich ja. Oma war das eine alte Windmühle. Sie ist schon ewig verlassen. Sie hat mir früher immer eine Gänsehaut bereitet. Die guten Stöpfe. Bin ich jetzt hier? Mache einen Abzug von dem Foto. Ach so, können wir ja noch nicht machen. Ah. Wo ist denn dann der Friedhof? Das ist hier auch noch so seltsam. Wo ist der Friedhof? Gehe zum Friedhof. Genau, das war die Notiz, die betreffende. Das Telefon. Die Carabinieri. Donatillo hatten wir doch auch schon angerufen. Und das Foto können wir auch nicht. Wo ist der verdammte Friedhof? Jetzt in die Stadt? Was sind das für Ideen, die mir plötzlich durch den Kopf schießen? Genau. Das würde ja bedeuten, das ist ja nicht der Friedhof, das ist jetzt bloß die Kapelle und da ist auch wahrscheinlich keiner mehr. Nee, die Tür ist zu. So, wen soll ich noch anrufen? Warte mal. Weiß ich nicht, ob das passiert. Ich kann ja Folgendes machen. Ich speichere einfach. Das Gute ist, wir können wahrscheinlich die anderen Kapitel dann nochmal machen und andere Fragen dann klären, falls es da in der Richtung was gibt. Ich glaube nicht, dass das Spiel so zeitabhängig ist. So, was hatten wir nochmal? Don Attilo und die Carabinieri. Aber die hatten wir eigentlich schon. 6, 9, 7, 8. Hallo, ich hatte gehofft zu erfahren, ob es bei den Ermittlungen zum Mord an Julia K. irgendwelche Fortschritte gibt. Ich bin Irene K., die Mutter von Julia K. Gibt Fortschritte. Ich kann es genau hören. Mhm. Verstehe. Danke. Auf Wiederhören. Wobei, das klingt ein bisschen resigniert. Moment. Leider habe ich keine bedeutenden Neuigkeiten. Wir folgen einige Verdächtige, von denen wir annehmen, dass sie mit dem Jungen zusammen waren, der in den Wäldern vor ihrem Haus getötet wurde. Sie scheinen doch etwas anderes zu planen. Vermutlich fragen sie hierzu lieber ihren Gatten. Danke, auf Wiederhören. Ah, okay.
Okay, gut, gut, gut. Und dann müssen wir noch mal Donatello hier, Bianco. 6938. Nicht jetzt. Gut. Oder weniger gut. Das heißt, wir könnten jetzt versuchen, in die Dunkelkammer zu kommen von der anderen Seite. Also hier ist ja Mutter, ne? Da kommen wir nicht durch. Obwohl, von unten kommen wir auch nicht ran. Wir könnten höchstens gucken, zu Hause anrufen. Und sie zum Telefon locken. Aber hier ist zu. Steckt zwar ein Schlüssel drin, aber es ist zu. Welcher Friedhof? Das ist bloß die... Wir haben keine... Was können wir denn hier noch machen? Ist das eine Telefonnummer oder eine Kombination? Ich werde die Filme später entwickeln. Ja, aber wann ist später? Okay, da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Hier gibt es hoch. Tja, ich habe keine Ahnung. Wie komme ich denn... Muss ich mit dem Fahrrad fahren? Nee, wie komme ich denn zum Friedhof? Wo geht's hier hin? Da geht's bloß hier unten lang dann. Ist das der Friedhof hier? Könnte sein, so wie das aussieht, ne? Vielleicht ist das der Friedhof. Deswegen mit dem Radl einfach langfahren gerade. Soll ich ein schnelles Fahrrad holen? Ich glaube, ist besser, ne? Ja, es könnte der Friedhof sein da hinten. Ich hole mal das Rad. Ja. Und los geht's. Ob das wirklich schneller ist, kann ich nicht sagen. Und? Martha ist in der Familiengruft. Dort ist es so unheimlich. Ich erinnere mich nicht daran, aber Nanny erzählte mir, dass wir als Kinder immer dorthin gingen, um zu sehen, wer mutig genug war, die Treppe hinunterzugehen. Niemand kam weiter als die ersten beiden Stufen. Jetzt ist Martha da unten, allein, im Dunkeln. Sie muss schreckliche Angst haben. Nee, ich wollte jetzt nicht fotografieren. Ja. Ich wollte bloß gucken, ob hier irgendwas ist. Nee.
Die Gruft ist hier. Nicht jetzt. Wie, nicht jetzt? Hoffen wir mal, dass der Verwalter nicht in der Nähe ist. Der Mann macht mir eine Gänsehaut. Lapo. Ich sollte die Pflanzen gießen. Niemand sonst wird es tun. Der Friedhofsverwalter jedenfalls nicht, wie es aussieht. Wo haben wir denn was? Wo ist denn hier Wasser? Die Tür ist verschlossen, aber ich muss da rein. Vielleicht kann ich hier etwas finden, um das Schloss zu knacken. Die ist perfekt. Ich sollte mich beeilen, bevor der Hauswart zurückkommt. Ich bin doch schon dabei. Anleitung für den Telefonautomaten. Wenn Sie beispielsweise die Nummer 0573 anrufen möchten, nehmen Sie den Hörer vom Telefon und halten Sie ihn ans Ohr. Sie hören einen Dauerton. Legen Sie zunächst den Zeigefinger in das Loch mit der Zahl 0. Drehen Sie die Wählscheibe im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Lassen Sie die Wählscheibe von selbst in Ihre Ruheposition zurückkehren. Wiederholen Sie die gleichen Schritte für die Zahlen 5, 7, 3. Namen, Susi, welche Playlist vermisst du denn? Von dem Spiel, die ist da. Also eigentlich sind alle da, warte mal. Oder habe ich die verpasst? Eigentlich nicht. Warte mal. Na komm. Eigentlich ist alles da. Doch. Ist zwar banal hier, aber muss man jetzt trotzdem. Sollte eigentlich da passen. Also von den Spielen ist es da. Von allen Spielen, ja, da an der Stelle. Wobei, glaube, eine bessere Übersicht kann ich dir auch noch geben. Die ist halt immer ein bisschen doof bei YouTube. So, hier, das ist von allen. Ohne irgendwas. Wenn man dann runterscrollt, kriegt man dann nachher die über 400 Playlisten in einer Liste. Ist halt bloß ein bisschen doof bei YouTube gemacht. Dass man danach suchen kann. Aber das wäre die komplette Liste für alles. Von allen Playlisten. Auf Amazon? Amazon habe ich nicht. Oder was meinst du? Oder hier auf Twitch? Nee. Also der ist auf alle Fälle kein Hitlerfreund, wie es hier aussieht. Jeder ergreift eine Seite. Ich ertappe mich dabei, dass ich mich auf die Seite meiner Familie stelle.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Es ist nicht richtig. Das reicht. Ich kann so nicht mehr weitermachen. Ich kann nicht mehr so tun, als wäre nichts passiert. Meine Familie wurde von diesen dreckigen Nazis umgebracht. Meine Tochter wurde nicht einmal beerdigt und ich musste stattdessen dieses Halbblut beerdigen. Eine italienische Familie, die es sich mit den dreckigen Deutschen bequem gemacht hat. K. Mistkerle, genau das sind sie. Was soll ich jetzt mit meinem Leben anfangen? Ich will es beenden, aber nicht ohne ein paar Deutsche mit in den Abgrund zu reißen. Ihr werdet mich nicht mehr sehen, aber ihr werdet von mir hören. Es lebe der Widerstand. Viva Italia. Oh, oh, oh. Beim Fire TV Stick hast du ja theoretisch die YouTube-App bzw. den YouTube-Player. Und ich weiß nicht, ob du dich da mit einem Konto angemeldet hast. Bei einem Konto angemeldet hast du automatisch, wenn du ein Abo auf YouTube hast, bei mir auf dem Kanal, kannst du ja automatisch dann die Playlisten dort auch anzeigen lassen. Das mache ich ja selber beim Fernseher unten auch, bei den Sachen, die ich angucke. Das sollte eigentlich möglich sein. Da sind sie auf jeden Fall. Aber ich glaube, das funktioniert eher nur, wenn man ein Abo, also sprich sein Fire TV Stick dann mit dem YouTube-Konto, beziehungsweise bei dem YouTube-App mit dem Konto, mit dem Google-Konto gekoppelt hat, dass man das dann nachher sieht. Okay, er hat jedenfalls negativ über uns gesprochen. Jetzt ist die Frage, ob er weiß, wer wir sind. Ich habe hier eine Lampe. Ich glaube, ist keine Lampe, ist eine Kamera. Neue Kamera freigeschaltet. Aber wir haben immer noch kein Wasser, ne? Wir haben jetzt nur weitergehende Informationen bekommen. Hier ist aber kein Wasser. Wo ist das Wasser? Da ist kein Wasser. Also Alberto will auf alle Fälle von sich hören machen lassen. Oh, jetzt ruckelt es wieder hier, Dolle. Beim Nachladen. Oh, ich nehme das Wasser. Machen wir noch ein bisschen was rein oder ist da schon was drin? Ansonsten füllen wir was ein. Mit der vollen Kanne werde ich nun die Pflanzen gießen. Aber dann hätte er doch Lapo doch problemlos Blümchen hier gepflanzt und gegossen. Lapo, wenn du vor mir stehen würdest, was würde ich zu dir sagen? Dass ich wütend bin, weil du mit Martha geschlafen hast? Nein, ich bin nicht wütend. Es tut mir leid, dass du das alles vor mir verheimlicht hast. Es schmerzt vielleicht ein wenig, aber angesichts deines Todes ist jetzt alles bedeutungslos. Ich bin froh, dass man dich hier beerdigt hat. Wir werden Nachbarn sein. Ich wusste, dass es Papa erlauben würde, auch wenn du mit den Partisanen gekämpft hast. Für ihn ist dieser Krieg fremd, genauso wie für mich. Auf Wiedersehen, Lapo. Wir werden uns bald wiedersehen. Die Krähe ist das dann auch? Es ist Zeit, nach Martha zu suchen. Bis wir Rabe? Ist es dann auch Lapo? Und der kleine Spatz, die Spatz, die Meise oder was es war? Ein Grab ohne Namen. Ein Leben ohne Erinnerung. Ich bete für dich, wer auch immer du bist. Mann oder Frau, jung oder alt. Macht das überhaupt einen Unterschied? Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Weil Gräber ohne Namen heißt entweder zu arm oder keine Familie oder theoretisch so wie Lapo, ne? Theoretisch.